Oida, was geht ab, Leute? Timolt hier. Heute mit einer weiteren Deckliste, und zwar dem zweiten Platz von TPT6, unserem wahrscheinlich letzten Online-Turnier. Ich habe Bagisch am Start, unser Experte für Anti-Decks. Und da haben wir hier Johnny von UPG. Tati ist womöglich neu im Team. Und er hat mit seinem Klee-Anti-Deck auf den zweiten Platz geschafft. Schau mal, er hat ganz normal Klee-Monster gespielt, 9 Stück, Stealth. Wobei das nicht ganz normal ist, also er spielt auch Shell. Shell, genau, eine. Also drei Klee-Monster, die Nico überhaupt nicht spielt. Ja, aber Nico ist wirklich ein Spezialfall. Okay. Er spielt auch... Ah, der spielt auch kein Recreate. Okay. Sacrifice spielt er schon, was Nico nicht spielt. Zwei Chalice noch. Doch, Nico spielt die jetzt auch. Ja, jetzt auch. Zwei Chalice Main, ja, das ist auch interessant. Zwei Chalice Main, die ist interessant. Kann schon überraschend kommen. Damage Step. Ja, auch seine eigenen Monster negiert er. Die kriegen mehr Attika und dann nochmal 400 drauf. Also ist nicht schlecht. Vor allem, Nico beschwert sich immer, seine Monster kommen nie über irgendwas drüber. Genau. Damit hat er das Problem ausgeglichen wahrscheinlich. Was mir gefällt, eine Lose One Turn. Viele spielen gar keine, was ich nicht verstehe. Ich würde immer ein bis zwei Lose One Turn spielen. Okay. Weil mit Sacrifice, mit Chalice, du kommst über jedes Monster, was in Death ist. Was mir nicht so gefällt an Kleedex ist diese neue Mirror Force. Ja, wir haben es jetzt öfter gesehen, die kam eher tot. Oft, weil man hat ein Feld, man hat ein paar Set und dann ist diese Mirror Force gesettet und da musst du warten, bis dein Feld weg ist und dann kommt sie halt natürlich krass. Aber was besser wäre, dreimal diese neue Mirror Force raus, zweimal die normale Mirror Force, dafür einen Kommandanten oder einen Teil der Toten noch. Stimmt, er spielt zwei Necro Valley ohne Kommandant. Also das wäre die konstantere Variante. Diese Mirror Force kann natürlich besser kommen, aber auch viel schlechter, aber wir wissen, Konstanz ist immer wichtiger. Er spielt auch diese eine Klee-Falle, die relativ unbekannt ist. Wir mussten sie nachschauen. Ja, das finde ich immer gut. Den Effekt weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber die war gut. Die war suchbar. Also wir waren schon beeindruckt von der. Also ja. Wir waren so, nicht schlecht. Und sowas finde ich immer gut, wenn man nicht alles einfach Deck 1 zu 1 kopiert, seinen eigenen Style ein bisschen reinbringt, was Neues versucht, finde ich sehr schön. Das hat man hier gesehen. Zwei Soul Transitions, spielen auch nicht alle. Kann gut kommen, kann nicht so gut kommen. Ich weiß auch noch nicht, was ich von der Karte halten soll. Ist in Ordnung. Deswegen vielleicht auch mit der neuen Mirror Force eropfert, dann hat er ein leeres Feld, aber heute rechnet wirklich jeder mit dieser neuen Mirror Force. Die kann man umspielen. Das ist ein guter Spieler. Das Problem ist, Game 3 hat er hart gebrickt, hatte fast nur Monster. Ja, richtig total. Muss man erwähnen. Ich glaube vier Monster, eines Set. Ja, da war er bestimmt am Leiden, aber schauen wir mal. Ansonsten Emptiness, wie ist Emptiness zurzeit? Oder TT? TT spielt, sieht man auch nicht mehr, immer. Also ich finde TT sehr gut und kombiniert mit Necrorally immer, die Gegner rechnen nicht mit TT. Selbst wenn die damit rechnen, hoffen sie, dass der Gegner nicht TT hat, die hauen Felder raus. Und TT mit Necrorally räumt einfach alles auf, es kommt nichts nach. Emptiness würde ich auch immer spielen. Also er spielt Chaos Trapper im Side, viele spielen das im Main. Was meinst du? Ja, ist riskant. Vielleicht hat er bei dem Turnier gedacht, dass mehrere Antispieler kommen. Okay. Vielleicht ist er mehr auf Konstanz gegangen. Ist nicht verwerflich. Ansonsten, ich glaube, das war's. Ziemlich Standard, ja. Könnt euch das Deck nochmal in Ruhe anschauen. Sieht man eigentlich alles ganz gut. Ansonsten nochmal Glückwunsch an Johnny für den zweiten Platz. Nochmal Danke an alle Sponsoren. Yu-Gi-Oh! Card Market, Ultimate Guard, Custom Playmates. Schaut's bei denen vorbei. Und mal schauen, ob wir noch weitere Turniere machen werden. Ich glaube eher nicht. Vielleicht Live-Turniere. Hängt davon ab, wie erfolgreich Chong sein wird. Wir werden es sehen. Aber bis dahin, leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet, das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.